Ja, hallo, wir haben einen weiteren Tag, innerhalb des Lockdown und einen weiteren Tag, um ein schönes Gespräch zu führen in unserer Musik macht Mut Gesprächsrunde. Und zwar heute haben wir auch einen besonderen Gast hier, den Martin Engelin, einen langjährigen Freund von Cordial und einen langjährigen Bekannten unseres Unternehmens. Und ja, hallo Martin. Hallo Tim und hallo liebe Zuschauer. Martin ist ja natürlich so wie alle Musiker momentan auch stark von der momentanen Situation beeinflusst und hat natürlich sich dann auch überlegt, wie geht es jetzt weiter und vor allem, was kann er machen? Was kann man momentan als Musiker tun, um vielleicht anderen zu helfen? Und dann hast du, Martin, mit deiner Frau Doris eine tolle Idee gehabt. Ihr habt nämlich dann angefangen, eine Charity-CD zu produzieren mit dem schönen Namen One Earth. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist denn die Idee zu dieser One Earth-CD-Produktion entstanden? Also die Idee ist gekommen aus meiner Go Music-Reihe, die ja auch vielen Cordial-Freunden bekannt ist, durch die Frankfurter Musikmesse zumindest, weil wir ja jahrelang immer im Auftrage der Firma sehr gerne dort musiziert haben, auf den großen Bühnen und auch auf den Ständen zu verschiedenen Jubiläen, egal ob es jetzt 20th Anniversary war oder 15 Jahre, wie auch immer, auf jeden Fall eine langjährige Verbundenheit. Und mit diesem Go Music Projekt habe ich immer gerne für euch gespielt und vermisse es so, dass wir keine Messe mehr haben. Aber in diesem Projekt sind ganz viele Musiker immer kommen zusammen und musizieren aus der ganzen Welt, also wirklich weltweit von Finnland über Singapur bis Amerika und was weiß ich, wo die alle herkommen. Und die ganze Welt, die ganze humanoide Welt ist ja seit Mitte März zum Stillstand verurteilt und die musikalische, kulturelle Welt erst recht. Und ich hatte mir dann gedacht, mit meiner Frau an Ostern war das, Ostersonntag haben wir zusammengesessen und haben überlegt, was wir wohl mal machen könnten. Und ich bin ein eifriger Aufnehmer, das heißt also, ich nehme sämtliche Go-Music-Konzerte auf, also nicht jedes Konzert, aber ich mache ja jeden Monat eine 10-tägige Tour mit diesen unterschiedlichen Besetzungen und habe dadurch sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht und auch unglaublich viele Originals mit aufgenommen, also Originalsongs der einzelnen Künstler, die wir im Rahmen dieser Go Music, wie ich immer so schön sage, unvorherhörbar interpretiert haben. Und dann kam die Idee auf an Ostersonntag, als wir gesessen haben und gesagt haben, mein Gott, wie lange wird es noch dauern und was kann man machen zur Hilfe? Lass uns doch eine CD rausbringen mit den Originals, lass uns ein bisschen mehr Geld dafür nehmen und lass uns alle Künstler akzeptabel davon beteiligen. Und das war dann die Idee. Und ich bin ab Ostermontag dann direkt ins Studio gegangen, habe das ganze Material gesichtet. Wir haben wunderbare 13 Originals von verschiedenen Künstlern, Ben Granfeld, Gil Edwards, Michel Po aus Singapur, Thomas Blug und Vanja Sky, Vanessa Habeck, also viele, viele aus Argentinien halt, Vanja Sky aus Kroatien. Von diesen Leuten haben wir sehr viel Originals gefunden, die auch wert waren, veröffentlicht zu werden. Ich habe mich dann Ostermontag hingesetzt, angefangen und ich war, das war also sozusagen der 13. April und ich war am 17. April mit dem Sichten und Mischen fertig, habe es gemastert und habe es am 20. April dem Presswerk hochgeladen. Und am 30. April hatten wir die CD in der Hand, so wie jetzt auch hier, um sie direkt verkaufen zu können. Und der Verkauf lief richtig gut an. Und eine Woche später habe ich auch schon jedem der 35 beteiligten Musikern einen Obolus überweisen können. Alle haben sich gefreut und es ist eine Charity-CD, ein Charity-Projekt so in der eigenen Hilfe. Ich nenne das Go Music Corona Akuthilfe. Okay, also
zum Verständnis für mich. Du hattest dann sozusagen hier die Möglichkeit, deine Musikerkollegen, die schon mit dir zusammengearbeitet haben im Rahmen dieses Projektes, dann damit finanziell zu unterstützen, damit sie jetzt einfach so ein bisschen über die Runden kommen. Genau. Also über die Runden ist, sagen wir mal, zweimal einkaufen und eine gute Flasche Wein noch dazu für ein Wochenende ist dabei schon für jeden der 35 Musiker rumgekommen halt. Ja, klar. Also ist besser als nichts und bringt auf jeden Fall schon auch, glaube ich, einfach auch schon so gefühlsmäßig halt auch was, dass man irgendwie als Musiker merkt, da gibt es Leute, die versuchen was, um mir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja, also von dem her ist das ja schon eine tolle Sache. Und ich glaube, dass es einfach viele gibt, die momentan eben denken, was kann man denn machen? Was kann man denn tun und vielleicht sich nicht so wirklich trauen, weil sie meinen, da liegen zu viele Stolpersteine im Weg. Aber vielleicht kann ja deine Aktion und auch so die Erfahrung, dass es eben auch unheimlich schnell gehen kann, auch so ein bisschen die Ängste nehmen, ne? Ja klar, so ging schnell, weil es nicht eine normale Veröffentlichung ist, keine Riesenpromotion. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir das auf Facebook und Instagram und per Newsletter mal verteilt haben. Und ich habe einigen bekannten Redakteuren das geschickt, wie zum Beispiel Philipp Rosa oder auch Lothar Trampolt und so weiter. Das sind also so ein paar Leute, die haben das dann auch gleich, Thomas Kaufhold auch im PNP Verlag, die haben das dann gleich online gestellt, auf ihren Magazinseiten online, dass man das eben käuflich auch nur im A1 Record Shop, also das ist mein Label, und da habe ich einen Shop, also die ist jetzt auch gar nicht bei Amazon oder sonst wie erhältlich, sondern es sollte wirklich eine schnelle, akute Hilfe sein. Und vor allen Dingen auch, was ich persönlich sehr wichtig finde dabei, den Fans was in die Hand geben, dass sie auch irgendwie was haben, um uns nicht zu vergessen und auch, weil die vermissen uns ja natürlich auch, Ja, dass klar. wir, weil wir keine Konzerte haben. Und die bekommen, die haben dann jetzt 13 Songs, also sind fast 1,25 Stunden Musik auf der CD. 13 Songs von den Originalinterpreten. Ronnie Lee aus Amerika ist auch dabei und so. Über die Jahre aufgenommene Originalsongs dieser Leute können die sich jetzt zu Hause anhören und die Resonanzen sind sehr, sehr gut und Okay. es geht schon, also viele sagen, das ist schon deren jetzige Lieblings-CD und die hören sich das gerne an. Ne? Ja, das ist doch schön. Das hilft auch so ein bisschen über die Zeit, ne? Ich glaube, da kommt auch wieder dieses Thema Musik macht Mut, kommt dann da auch wieder zum Tragen irgendwie, ne? Genau. Was planst du denn jetzt weiterhin? Gibt es da jetzt dann sozusagen auch weitere Aktionen im Charity-Bereich, um deine Kollegen ein bisschen zu unterstützen? Hast du da schon was in der Pipeline? Ja, und zwar eine zweite Produktion mit Okay. anderen Künstlern auch und die habe ich quasi gestern fertig gemischt, also erstmal gemischt und die wird jetzt ein bisschen durchgehört, die wird Hope heißen, also nach One Earth, die unsere eine Erde, auf der wir leben, heißt das nächste Projekt eben Hope und es wird genauso gemacht, es wird 20 € brutto kosten, das ist ja leider Gottes so, die Steuern gehen davon runter, also aus 20 €, das klingt immer schön, sind exakt 16,81 netto, die da, sagen wir mal, außerhalb der Mehrwertsteuer dann noch da sind und Produktionskosten, also CD-Pressungen muss ja auch bezahlt werden, Cover muss bezahlt werden und so Klar. weiter und so fort. Aber egal, also die zweite ist quasi auch gestern Abend fertig geworden vom Mix her. Die werde ich dann jetzt die nächsten Tage mastern, dann werden wir uns die nochmal anhören mit meiner Frau und gucken, ob da was zu verändern ist. Dann wird auch wieder ein Cover gemacht, es wird auch gepresst werden, hochoffiziell, also auch mit GEMA-Anmeldung, dass eben die Komponisten auch eben ihre GEMA-Gebühren bekommen und nicht nur eine Beteiligung am Verkauf. Und da denke ich doch, dass ich danach dann mal ein bisschen mehr in die Werbung gehe, dass ich das Ganze dann auf so eine Art Go Music Corona Akuthilfe Projekt mit mittlerweile 2 CDs dann auch bewerben möchte in Zeitschriften, also vielleicht auch mal Rezensionsexemplare rausgeben, dass sowas eine etwas größere Verbreitung findet.
und eine größere Anerkennung und auch noch eine größere Unterstützung. Also die Ja. Unterstützung, die wir erlebt haben, die ist schon richtig gut. Also es gibt viele Leute, die gleich 2, 3, 5 oder auch teilweise 15 und teilweise auch 20 CDs gekauft haben. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja auch toll. Es ist ja auch wirklich wichtig momentan für die, die es gerade machen können, ein bisschen solidarisch zu sein und andere zu unterstützen und vor allem dann auch noch was davon zu haben. Ja, es ist ja genauso, sagen wir mal, man wirft lieber einem Künstler was in den Hut, der auch was dafür tut. Und von dem her finde ich, ist das eine gute Sache und eine sehr unterstützenswerte Sache. Und dann halt die Zukunft, von der man jetzt nicht genau weiß, wie sie sein wird. Wahrscheinlich wird sie anders sein als bisher, wie auch immer geartet. Wie ist denn da deine Vision so von dem, was uns jetzt erwarten wird oder was du dann planst so für die Zeit nach dieser heftigen Phase? Ja, ich schreibe ja auch schon seit 2008, seit der ersten Ausgabe für damals fürs Bass Quarterly Magazin und jetzt Grand Guitars eine Kolumne. Und meine jetzige Kolumne, gerade in der amtlichen Ausgabe vom Mai, die behandelt dieses Thema eigentlich auch sehr optimistisch und visionär, wie die Leute halt eben wieder rausgehen und rausgehen wollen. Aber die Realität im Moment sieht ein bisschen anders aus, als ich mir das erhofft und gedacht habe, wie es sein wird. Ich habe mit einigen meiner Clubs und Clubleuten gesprochen, zum Beispiel Jazzkeller Krefeld, in dem ich ja schon seit 1996 pro Jahr 10-mal spiele, und noch darüber hinaus auch ein paar Specials und so. Also man kann sagen, 300 Mal habe ich da gespielt. Dem habe ich gestern gesprochen. Also die Auflagen sind gravierend und der kann eine Maximalauslastung von Pärchen, also 8 Pärchen, also 16 Leute darf der da reinlassen. Und er sagt, das kann ich gar nicht machen. Oder das Okidoki in Neuss ist gerade auf dem Restaurationsbetrieb, weil die auch eine Küche haben. Restaurationsbetrieb ist wieder offen. Und die sind am ersten Tag der Neuöffnung, als sie wieder durften, am letzten Freitag war das, da sind sie noch nicht mal auf einen 10-prozentigen Umsatz gekommen, wie sonst normal an einem normalen Tag, noch nicht mal ein Freitag, ein Wochenendtag, Ja, sondern einen normalen bitte. Tag. Von daher muss man einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich gehe jetzt von Nordrhein-Westfalen aus. Ich habe gestern mit einem Musiker aus Hessen gesprochen, der Bobby Stöcker. Der hat am Samstag schon wieder in einem Club gespielt und mit einem Trio. Und in dem Club waren 80 Leute, ein Club für 200 Leute. Und da waren 80 Leute zugelassen. Der Club war restlos ausverkauft und es war eine gute Stimmung. Und er war ganz begeistert. In Hessen scheint es etwas anders zu sein als bei uns hier in Nordrhein-Westfalen. Also bei uns sind die Bestimmungen so, dass man überhaupt nicht denken kann, irgendwie an Konzerte indoor. Es gibt gerade jetzt auch hier in dem Bereich, wo ich spiele, in Büren, zum Beispiel bei Dieter Bockstedt, bei dem Veranstalter, oder in Krefeld, eine Initiative, die sich Gedanken machen, wie man über den Sommer Außenkonzerte machen kann, weil das ist ja zugelassen in einer freien Wildbahn, sage ich mal einfach so, wo man ein bisschen auseinandergehen kann. Es gibt in Krefeld schon ein Gelände, in dem man das machen kann. In Ibbenbüren sind sie auch gerade dabei, was auszuchecken. Und viele andere denken darüber nach, dass man für 100 Leute, was ja durchaus eine Zahl ist, die im Moment akzeptiert wird, dann ein Open-Air-Konzert in einer bestimmten regionalen Größe machen kann, wo man dann auch sagt, okay, nach der langen Zeit nehmen wir dann auch vielleicht mal 25 € Eintritt oder Ja, so. klar. Dann, die Leute haben ja, die sind auch hungrig, das merke ich selber. Also ich merke Eben. das an Kommentaren, auch an dem Ja. Zuspruch zu der CD oder auch an den Mann, wann kommt ihr denn mal wieder? Ah, wir vermissen euch und wie auch immer. Also das sind wirklich ernst gemeinte, sehnsuchtsvolle Klar. Nachfragen auch. Man braucht Es ja auch gibt auch wirklich. Leute, die uns Spenden überwiesen haben, also einfach aus freien Stücken. Da kam mal ein Huni oder ein Fufi auch so an für keinen Gegenwert,
Wobei ich dann natürlich aus unserem Repertoire ein paar CDs, DVDs oder auch Feuerzeuge oder so einfach irgendwie mal dann als Gegenwert einfach geschickt habe. Halt wunderbar, auch. Ja, sehr gut, Martin. Es muss ja auch irgendwie weitergehen. Ja? Ohne Musik und ohne Kultur ist ja ein normales Leben auch nicht vorstellbar. Es gibt ja auch irgendwie tolle Ideen, vielleicht irgendwie in Amateurfußballstadien oder so Konzerte zu machen, wo man eben Sitzplätze oder Tribünen hat. Ich glaube, es gibt einfach viele Möglichkeiten und vielleicht setzen sich da ein paar Dinge durch, die dann auch wirklich eben auch durchsetzbar sind, auch von den Auflagen her. Das wäre doch toll. Und in diesem Sinne, mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier die Zeit genommen hast in deinem Studio, gerne, dass es jetzt gerne wieder vorangeht ein bisschen, dass du da unterwegs bist, um dein Projekt durchzuziehen und jetzt noch ein weiteres am Start hast. Das sind doch alles schon mal gute Zeichen. Und da stehst du, ja, glaube ich, auch für Leute. Dafür ist man ja auch Künstler. Richtig. Mit Kreativität nach vorne blicken halt eben. Ne? Genau. Ich denke, das ist doch ein gutes Schlusswort und ein guter Ausblick auf die Zukunft. Und in diesem Sinne danke ich dir, wünsche dir und Doris und all deinen Familien und Freunden alles Gute und hoffe, dass wir dann bald wieder in einer etwas anderen Zeit uns auch wieder mal persönlich treffen können. Das hoffe ich auch und wünsche mir sehnlichst, dass es ganz schnell passiert. Richtig. Also Martin, mach's gut. Vielen Dank. Mach's gut. Alle, tschüss. Macht's gut. Bleibt alle gesund.